Was machst du heute? Grüezi miteinander, guten Morgen, der Rasenreporter. Hast du gewusst? Heute guten Morgen, jawohl. Beim Boxer, beim Ilias Ifgen, wer hätte gedacht, dass wir in Würlos einen Schweizer Boxvizemeister und sogar einen deutschen Meister haben? Ich habe jetzt noch kein blaues Auge, aber ich gehe dann sicher in den Boxring rein und will es dem jungen Burschen mal zeigen. Aber kommt mit, begleitet uns hier im Boxring runter. Spannend. Einen Moment bitte. Ja? Ich habe Angst, ich komme nicht. Dann bleibst du hier, ich rufe dich dann. Ist okay. Okay, danke. Danke. So, jetzt kommen wir hier in den Boxkeller rein. Boxring, Boden. Ah, Ilias ist da glaube ich schon am Boxen. Da gehe ich lieber aus dem Weg. Ui. Ilias, darf ich rasch ein bisschen näher kommen, aber nicht zu näher. Können wir rasch dein Boxtraining unterbrechen? Wir sind hier der Rasenreport, TBW nicht würdelos. Würde dich gerne ein bisschen interviewen. Du bist ja hier auf dem Sprung der Schweizer Meisterschaften, oder? Genau, ja. Nächste Woche ist es soweit. Das ganze Jahr haben wir uns darauf vorbereitet und alles läuft jetzt auf das nächste zwei Wochenende drauf aus. Das hat die Würlose sicher nicht gewusst. Ich auch nicht. Ja. Gehen wir doch in den Ring und dürfen ein paar Sachen fragen. He? Unbedingt, nachher. Ja, ist gut, gerne. Danke. Ilias, jetzt haben wir dich gerade gestört hier beim Boxtraining. Jetzt sind wir hier im Boxring rein. Ja, genau. Du, wie kommt man heute zum Boxen überhaupt? Wie bist du zum Boxen gekommen? Es ist eine lustige Geschichte. Ich habe sehr lange geshootet. Also ich habe mit 3 angefangen zu shooten. Bis zu meinem 12. Lebensjahr, würde ich sagen. 9 Jahre also im Verein. Und irgendwann hat man es gesehen. Irgendwann habe ich es gesehen. Ich hatte die Freude nicht mehr am Sport selber. Mein Vater hat Boxen gehabt, hier im Boxring Baden. Er hat gesagt, weißt, ich will, ein bisschen, dass du dranbleibst mit dem Sport, nicht dass du untätig wirst. Komm doch mal mit, schau mal, ob es dir gefällt. Ich bin da angekommen, habe ein Probetraining gemacht, zweites Probetraining gemacht, drittes Training gemacht und war schon im Verein drin. Also, du hast nicht angefangen Boxen im Fußball, weil du dort auf die Gegner runtergeboxt hast, schon, sondern es war ein anderer Weg gewesen. Ja, genau. Ja. Es ist mehr einfach für mich damals ein sportlicher Weg gewesen, den ich verfolgen wollte. Fit bleiben, ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Und, das eine ist zum nächsten geführt. Und ich kann auch nie Kämpfe machen gross. Und trotzdem stehe ich da jetzt. Eben, Boxen ist eigentlich ein kompletter Sport. Die das nicht kennen, du kannst vielleicht ein bisschen sagen, was im Boxen alles braucht und was man alles trainieren muss. Ja, das stimmt mir dazu. Du hast schon gesagt, es ist ein kompletter Sport. Im Boxen A und O ist natürlich die Ausdauer. Kraft braucht man. Die ganze Kraft muss man verbinden mit einer gewissen Schnelligkeit. Ein grosser technischer Aspekt hat das Boxen. Und Zu dem allem kommt man natürlich die Stresssituation im Kampf und muss auch noch einen freien Kopf haben, ein freies Ohr für die Ringecke. Und wenn das natürlich gemixt wird mit Nervosität vor dem Publikum und so, da sind schon viele zusammengebrochen vor dem Kampf. Und da muss man wirklich sich gut vorbereiten. Also untrainiert sollte man auf keinen Fall in den Ring gehen. Und wie ist denn, wenn man so in den Kampf hineingeht, ist die Taktik dort auch noch eine Rolle? Bist du eher ein aktiver Boxer? Es gibt ja früher, habe ich mir das ein bisschen zugehört, grosse Boxkämpfe. Die einen sind oft immer ein bisschen passiv und dann im richtigen Moment zugeschlagen. Gibt es da verschiedene Typen von Boxern auch? Ja, es gibt verschiedene Typen. Das kommt auch ein bisschen selber auf Körpertypen drauf an. Ist man eher klein und bullig? Ist man gross und schlagsig und beweglich? Und da tut einen auch der Trainer, je nach Körperform, eine Schule auf das hin. Also ich bin jetzt von einer durchschnittlichen Größe in meiner Gewichtsklasse, bin nicht klein, bin nicht gross, genauso im Durchschnitt. Und ich würde sagen, ich bin ein sehr beweglicher Boxer, sehr ein agiler Boxer, aber nicht einer, der alles auf Kraft setzt. Sondern ich habe für mich so einen guten Stil entwickelt, wo ich die goldene Mitte getroffen habe. Sehr kräftig, sehr explosiv, aber trotzdem alles mit Beweglichkeit auch noch zu lösen. Wir haben vorher davon gehabt, es gibt verschiedene Gruppen, es gibt eigentlich die Profi-Boxer und du bist jetzt im olympischen Boxen dabei. Genau. Ist denn da auch ein Ziel, also Olympiade ist 3 Jahre in Paris, wäre das ein Ziel für dich zum Beispiel? Es ist natürlich ein grosser Traum. Ich wäre dann, wenn ich die Qualifikation könnte schaffen, wäre ich in der Geschichte der erste Schweizer Boxer, der die Schweiz repräsentieren kann. Es ist natürlich ein unglaublicher Traum. Aber der Weg ist hart. Der Weg ist unglaublich hart. Man muss sich natürlich erstmal national beweisen, als internationales Qualifikationsturnier gehen. Und dort hat man natürlich mit Boxgrößen zu tun. Die trifft man nicht in der Schweiz an. Und eben, wie ich schon gesagt habe, in der Schweiz hat es bis jetzt noch niemand geschafft. Ich wäre der Erste. Ist ein großer Traum, aber
auf das habe ich noch 3 Jahre Zeit, um mich gross, gross vorzubereiten. Du könntest mit Scott Berlocher, kennst du ihn vielleicht auch, der Ruder von Würrelos, dem sein grosses Ziel ist auch die Olympiade in Paris. Ja. Er war schon in Tokio, könntet ihr die Würrelos vertreten, das wäre super. Ja, genau. Ja. Also es wäre natürlich ein grosser Traum und ich würde mich freuen, ihn zu begleiten auf Paris, aber es ist ein härter Sport, es ist nicht das grösste Förderland die Schweiz für die Boxer und ich probiere auch mein Bestes und mit unseren bescheidenen Mitteln kämpfen wir gegen sehr grosse Nationen, die mir viel Gelder den Sport fördern. Hast du auch Vorbilder im Boxen, in der Schweiz? Kennst du da ein paar Nummern, ein paar Grössen und weltweit auch? Was kommt dir da in den Sinn? Also von der Generation her, dir ist wahrscheinlich der Fritz Schervet noch bekannt. Ich kenne seinen Enkel, den Alain Schervet. Er war auch schon da im Boxing Baden bei uns, das ein oder andere Sparring machen mit mir. Und, aber von den Vorbildern her gehe ich jetzt eher ein bisschen zurück in der Zeit. Man hat natürlich, kennt die Grössen, Muhammad Ali, Mike Tyson. Und das sind natürlich auch Grössen, die haben einen auf den Sport gebracht und zu denen schaut man immer rauf. Die wird man nie können erreichen. Also da schaut man immer gerne die Kämpfe an. Ja. Das sind riesige Kämpfe, da mag ich mich auch nicht daran erinnern. Nächtelang und eine riesige Show. Und da sind alle wach und haben die Kämpfe geschaut. Ja, genau. Ja. Ja, die Zeitverschiebung hat dann immer um 4 Uhr am Morgen aus dem Bett dann müssen schauen. Dass du so weit kommst, musst du jetzt auch gut trainieren. Gehen wir schauen, was du noch für Trainingsmethoden hast. Und dann tun wir mal deinen Vater noch ein bisschen in den Ring hineinholen, hä? Machen wir etwas, also. Bei mir ist jetzt noch der Mümin. Yves, du bist der Vater von Ilias. Und nicht nur der Vater, du bist glaube auch Trainer und im Vorstand machst du viel. Haben die genug Juniorentalente hier in Baden-Baden für das Boxen? Ja, haben wir. Das ist zyklisch bedingt. Wir hatten Jahre, da hatten wir sehr viele talentierte Jungs und Mädels. Und dann sind sie mal wieder weg. Und das ist ja, liegt in der Natur der Kids, dass sie auch ausprobieren, dass sie mal ein paar Monate Sport ausprobieren, sind mit ganzem Herzblut dabei und dann ist die Energie wieder weg und dann machen sie wieder etwas anderes. Im Augenblick haben wir wieder 5, 6 von den Talentierten, die sehr, sehr vielversprechend sind. Also ein oder andere könnte man sogar nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr im Ring sehen. Der Keller hier unten, der ist ja sehr schön ausgebaut. Du hast gesagt, eben junge Talente, Nachwuchs, die haben. Aber hat es da auch schon andere Leute unten gehabt, die unten trainiert haben? Wer sind die bekanntesten Namen? Also mit Abstand der bekannteste war Evander Holyfield. Er ist ja sehr bekannt in den 2 Auseinandersetzungen mit Mike Tyson, weitere 2 Auseinandersetzungen mit Lennox Lewis. Das ist ein Schwergewichtsprofiboxer. Also das sind echte Markennamen eigentlich. Und einer davon eben, der Holyfield, der war dann hier, wenn ich mich nicht ganz irre, war 2007, ein Kampf, ein WM-Kampf im Halle-Stadion. Er musste gegen Valuev kämpfen, das ist ein russischer Hühner, unter Vertrag von Sauerland, einem deutschen Boxstall, und der in Zürich als Eventstätte auserkoren. Holyfields mit seiner Entourage hat der Camp hier in der Nähe aufgeschlagen und praktisch hier in diesen Räumlichkeiten hat er 2-mal am Tag trainiert und sich auf das Kampf vorbereitet. Aber du bist nicht der Sparringpartner gewesen, von ihm hättest du wahrscheinlich keine Chance gehabt, oder? Natürlich nicht. Jetzt Vorstand, Verein, das ist wahrscheinlich auch schwierig. Wie arbeitet ihr da? Wie ist das finanziell auch? Ist das lukrativ überhaupt für einen jungen Boxer? Oder wie wird da das Ganze aufrechterhalten? Also, für einen Boxer selbst, aus Perspektive für einen Boxer, ist olympisches Boxen natürlich, das muss eine Herzensangelegenheit sein. Wir sind Amateursport und hier gibt es kein Geld. Punkt. Es gibt vielleicht Spesen, Entschädigungen oder vielleicht mal dies oder jenes Geschenk, würde man sagen. Aber man macht das nicht für Geld. Ganz anders, im Profiboxer geht es nur um Geld und das ist der Haupt. Der große Unterschied zwischen Olympische und Profiboxer. Wir als Verein, wir leben natürlich hauptsächlich von den Beiträgen.
Die Beiträge sind vom Boxen in Baden extrem moderat, wenn man jetzt vergleicht, so nicht nur jetzt andere Boxvereine, sondern auch Sport, wie jetzt zum Beispiel Fitnessclubs oder sowas, die das sehr kommerziell betreiben. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und wir können uns das erlauben auch, weil wir niedrige Kosten haben. Alle Trainer hier trainieren ehrenamtlich, wie in jedem Amateurverein, wie in jedem Verein. Und auch die Mieten sind hier sehr moderat. Also hier in dem Raum, das hat eher historische Gründe, weil wir eigentlich praktisch so eine kleine verlassene Bruchbude zu einem wirklich ansehnliche Sportstätte mit viel Eigenmittel hinbekommen haben. Das Bischu, ja. Jetzt noch ganz kurz Bezug zu Würrelos. Ich glaube, der Präsident, der hat ja einen Bezug zu Würrelos. Und du wohnst ja, glaube ich, in Würrelos. Wie ist der Bezug zu Würrelos für euch? Also, wir leben seit 11 Jahren in Würrelos. Und der Präsident selber, Engin Kösseolu, der auch maßgeblich so die Kraft war, Boxring Baden groß zu machen. Er hat früher bei Stefan Meyer, beim Gipser, gearbeitet, hatte auch eine verantwortungsvolle Position. Als der Herr Meyer von uns ging, übernahm Engin Kösseolu den Gipsereibetrieb. Und das ist sein Bezug zu Würrelos. Er ist praktisch jeden Tag in Würrelos, beruflich. Mhm. Und Ilias und ich, wir leben in Würrelos. Meinst du, ein Würrelos, ein Talent, vielleicht ein Mädchen, wird bei euch boxen? Wie tun die das organisieren? Haben die das vielleicht sogar mit auf Boden? Oder wie läuft denn das? Haben die von Würrelos boxen? Nein, haben wir nicht. Außer der Ilias, genau. Aber Würreloser, die Interesse an einem Boxer haben, die können herzlich gern hier bei uns im Verein sich einschreiben. Es gibt keine regionale Barrieren. Jeder, der Interesse hat, kann hier 2 Probetrainings machen und danach entscheiden, ist diese Sportart oder der Verein was für die Person. Super, jetzt gehen wir noch schauen, wie der Ilias am Trainieren ist. Ilias, jetzt hast du dich schon ziemlich voll ausgebaut oder warm gemacht. Ja. Jetzt ganz wichtig ist auch die Technik. Und bei der Technik, die kannst du nicht alleine machen. Wie machen die Technik im Boxen? Also Technik ist eigentlich das Erste, was man übt. Man muss wissen, wie man läuft, wie man sich verteidigt, wie man schlägt, tut schlagen. Das ist eigentlich das Wichtigste im Boxen selber. Sonst muss man gar nicht daran denken, anfangen Kraft, Kondition und so üben. Das ist essentiell. Da haben wir den Papi, das ist dein Trainer jetzt in dem Moment gerade. Da schauen wir jetzt ein bisschen zuschauen, da tust du uns ein bisschen sagen, was du da machen tust. Ich tue natürlich ganz gut zuschauen, weil am Schluss haben wir einen Kampf gegeneinander. Da hätte ich den zukünftigen Schweizermeister vielleicht abschlagen. Ich schaue sehr genau zu. Ja. Ring frei sein, oder? Würde ich auch sagen, ja. Also, mal schauen, was da losgeht. He? Erste Runde, he? Gong. Also, was wir jetzt machen, ja. Stabtraining nennt sich das. Ja. Also, ich arbeite an den Patzen, gebe Anweisungen. Es hat verschiedene Formen beim Pratzertraining. Einmal können wir einfache Schläge in der so gut es geht realen Situation üben. Da geht es dann um die Schlagtechnik. Und später zeige ich aber auch Taktiken, die kann man das auch einbauen. Also es gibt verschiedene Formen von Pratzertraining. Gut,
Legen wir los. Das eine wäre, einfach mal Einzelschläge üben. Man sagt dann, zack, die Eins. Genau. Das ist eine, da ist relativ wenig Taktik drin, sondern hier übt man einfach, ja, guckt mal einfach, und der Trainer schaut einfach, stimmen die Gleichgewicht, tut er richtig auch zurückziehen. Zum Beispiel, wenn er jetzt drinnen bleiben würde, hier gibt er dem Gegner natürlich die Möglichkeiten, ja, zu kontern. Ja, also das heißt also. Abwehr ist ja genauso wichtig wie Schläge wahrscheinlich. Stimmt die technische Ausführung. Jetzt kann er die Distanz halten. Und dann gibt es dann die zweite Variante, da geht es mehr um Kampftaktiken, wo ich dann sage, oder um Kombinationen, kann ich jetzt mit ihm machen, zum Beispiel hier die 1 rein. Ich simuliere einen Gegentreffer, der geht raus und kontert in der zweiten Welle rein. Und das tun wir dann so oft über, dass es dann praktisch wie eine natürliche Bewegung wird. Das sieht dann so aus. Das sind jetzt ganz sehr gängige Abläufe in einem Kampf. Das kann in einem echten Kampf wirklich passieren. Ihr bereitet einen Schlag vor, zieht sich bewusst zurück, dass der Gegner vielleicht einen Gegenkontert und kommt dann praktisch auf sein Konter wieder. Was ich jetzt auch sehe, ich habe natürlich genau zugehört, du hast dich sehr stark fokussiert natürlich mit den Augen auch, und du bist natürlich vollständig in Bewegung. Also für dich ist das momentan ziemlich ein anstrengender Job, was du da machst, he? Ja, man muss natürlich auch erstens mal genau sein. Wenn man daneben schlägt, schlägt man Luftlöcher, die einem sehr viel Energie kosten. Von dem muss man wirklich das Ziel auch fixiert haben. Und, die Schläge, ja. Die Fetzen, also die haben die Kraft. Ja, sagt aus mir. Ja, also das sollte so sein eigentlich. Ja, genau. Da trainiere ich drauf an. Und da gilt es natürlich, die Beinarbeit zu fördern und die Distanzgefühl. Und deswegen zum Beispiel, was ich noch sehr, sehr gerne mache mit ihm übe, ist, wenn er jetzt kommt zum Beispiel, ich zeige ein und dann ich laufe dabei. Das heißt, er muss nicht nur treffen, sondern er muss auch seine... Schaut mal dort auf die Hand vom Kameramann. Schaut mal dort auf die... Aber auf die Hand. Aus der Verteidigung, dann kontern. Ja. Tja, pap. Ilias, wir stehen jetzt hier im Ring rein und ich habe dir jetzt gut zugeschaut. Ich habe mich getraut, da ich den Schlusskampf dann machen mit dir. Ich weiß auch nicht, ob ich den wieder überstehe. Aber wie ist jetzt das? Hast du auch schon Verletzungen vorgetragen im Boxen? So, wenn ich jetzt hier würde quasi da aufs Nase rufen und die Nase würde brechen, was passiert dann? Also Nasenbruch habe ich noch nie gehabt. Ja. Allgemein akute Verletzungen wie Bänder, Brüche und so. Bin ich immer davor gekommen. Habe ich auch im Training noch nie gehabt. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal hatte, ist eine Platzwunde über den Augenbrauen. Aber das ist nach zwei Wochen auch wieder zugewachsen. Frauen schlägt man nicht. Ich habe jetzt auch meine Lieblingssängerin. Also haust du nicht gerade zu Tod. Darum habe ich gedacht, wie manchmal trainierst du überhaupt so in der Woche? Also täglich muss, ist es muss. Ja. Ich muss täglich trainieren. Ja. Und wenn es natürlich geht, ich arbeite auch noch. Job und Schule geht in dem Sinne vor. Das heisst, wenn es mich nicht beeinträchtigen tut, tue ich zweimal am Tag trainieren. Gut, also wir gehen jetzt in die Schlussrunde. Über wie viel Zeit geht um so eine Runde? Eine Runde geht 3 Minuten. Im olympischen Boxen kämpfen wir 3 Runden à 3 Minuten. Das sind 9 Minuten Vollgas. Und im Profiboxen geht das natürlich weiter raus. Bis zu den Weltmeisterschaften 12 Runden. Aber starten wir mal mit einer. Gut, wir starten mal mit einer. Ich würde auch sagen, ich kann dir nur toi 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 wünschen für die weitere Zukunft.
Ich habe dich jetzt natürlich genau beobachtet. Ich habe meine Taktik natürlich und ich würde sagen, da gibt es irgendwie einen Gong oder im Boxen und dann legen wir mal los, oder? Hä? Ja, gut. Aha. Ich gebe auf, ich habe da überhaupt keine Chance. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Also, ich sehe, der zukünftige Olympiasieger ist hier im Ring. Ich muss gehen, ich habe keine Chance. Super gemacht, Ilias, danke.